Lukas Frankfurt leitet das Parkhotel Emstaler Höhe in der dritten Generation. Vor 4 Jahren hat er die Geschäftsführung übernommen. Da war er gerade mal 26. Das Hotel ist der Mittelpunkt seines Lebens. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier als 4-Jähriger den Gästen das Essen von den Tellern geklaut. Konnte mit 3 Cappuccino sagen. Da war meine Kindergärtnerin total begeistert von. Und mich haben auch viele Mitarbeiter mit großgezogen. Also wir haben Mitarbeiter, die sind seit 1979 bei uns. Oder eine Servicekraft, die ist seit 27 Jahren bei uns. Die hat bei uns gelernt und die haben natürlich mein ganzes Leben bisher mitgeprägt. Und das ist einfach eine soziale Verantwortung, die wir da auch haben. Denn nicht nur sein Betrieb, sondern die ganze Gastronomie steckt in einer schweren Krise. Die Corona-Zeit ist noch nicht ganz überstanden. Dazu kommen jetzt die explodierenden Energiekosten. Natürlich steigen die Kosten, also die wir haben, deutlich. Fast ja, das 10-fache derzeit. Also wir haben die Kilowattstunde Gas im Frühjahr noch für 11 Cent eingekauft im März. Da haben wir die letzte Abrechnung bekommen. Die Abschlagszahlungen haben sich von 2.000 auf 8.000 Euro im Monat erhöht. Und ja, jetzt sind wir bei einem Marktpreis von ca. 50 Cent die Kilowattstunde. Das beschäftigt einen schon sehr. Also, das ist existenzbedrohend, möchte ich jetzt nicht sagen. Das sehe ich so nicht. Aber es ist einfach eine große Herausforderung, die auf einen zukommt. Das geht allen Gastronomen zurzeit ähnlich, sagt Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen. Es ist eine bedrückende Situation, insbesondere mit dem Blick, dass wir kaum Planungssicherheit haben, dass wir nur sehen, dass Kosten steigen, dass die Konsumzurückhaltung möglicherweise auch langsam in den Betrieben spürbar wird. Also wir machen uns denkbar größte Sorgen. Viele Gastwirte fühlen sich mit ihren Sorgen und Nöten alleine gelassen und hoffen auf mehr Unterstützung. Wir setzen fest auf Maßnahmen der Bundesregierung. Die müssen schnell kommen, die müssen unbürokratisch sein. In erster Linie geht es jetzt darum, dass wir eine schnelle Deckelung der davon galoppierenden Kosten im Bereich Gas und Strom bekommen. Und wir würden uns tatsächlich wünschen, weil die Situation sehr unterschiedlich ist, dass es doch noch zu Energiekostenzuschüssen für die Unternehmen kommt. Bis dahin versuchen die Gastronomen selbst Lösungen zu schaffen. Vor allem beim Heizen lässt sich viel sparen. Ein intelligentes Heizungssteuerungssystem hat das Parkhotel Emstaler Höhe bereits. Es gibt eine Schnittstelle zu unserem Reservierungsprogramm. Wenn ein Zimmer nicht belegt ist, wird das Zimmer auf 16 Grad geheizt. Am Tag der Anreise geht es hoch auf 18 und sobald der Gast eingecheckt ist, auf 21 Grad. Das ist so die Standardtemperatur, die wir eingestellt haben. Und der Gast hat dann immer noch die Möglichkeit, auf dem Zimmer bis zu 24 Grad die Temperatur zu verändern. Nach oben und nach unten bis zu 16 Grad. Das System erkennt auch automatisch, ob ein Fenster offen ist oder nicht. Und wenn ein Fenster offen ist und die Temperatur an dem Thermometer abfällt, reduziert es auch die Heizlast. Jetzt will Lukas Frankfurt noch in eine neue Heizungsanlage investieren, um dauerhaft Energie und Kosten zu sparen. Wir haben einen sehr guten Energieberater an der Hand, mit dem wir jetzt höchstwahrscheinlich auf eine Holzhackschnitzelheizung umstellen werden, die uns dann wieder deutlich die Energiekosten nach unten senken wird. Und wo wir auch in die CO2-Neutralität reinkommen und auch eine regionale Wertschöpfung haben, die wir jetzt so beim Erdgas nicht haben. Und vor allem hofft er darauf, dass seine Gäste ihm treu bleiben.